Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Mediaman gleich. Ja, es gab eine Bitte von Matthias Reiterer. Wie kann man Chapter 31 Stelle 3 schaffen? Jo, ich habe euch ja schon gesagt, ich habe die ganze Zeit, nein, das ist ja falsch, ich habe die ganze Zeit die Adventures nicht mehr gemacht. Ist genügend anderes zu tun. Aber ja, hier sind wir ja schon durch, da sind wir schon durch, da sind wir schon durch, da sind wir durch, 26, 27, 28, 29, 30. Ach so. Hier habe ich es ja eigentlich schon. Chapter 31. Darum ging es doch, oder? Also einen Kommentar angucken. Chapter 31, Stelle 3 schaffen. Also, das wäre dann der hier. Jetzt muss ich mir das Ganze mal angucken. Das ist der Quagmire. Ja, und dann machen wir doch einfach mal den Kampf. Ich weiß es jetzt gerade im Moment nicht so mehr genau, wie das war. Ja, Pawtucket Brewery, okay. Also, wie kann man den schaffen? Ich weiß jetzt aktuell erstmal überhaupt nicht, was da passiert. So, der kommt mit einem Mr. Front Quad-Fused, okay. Jetzt hätte ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier den Schwarzbrenner Roger machen. Mr. Front. So, dann kommt er mit noch einem Mr. Front. Und da ist der erste schon weg. Okay, jetzt alles klar. Fliegeschuleabschluss. So nennt sich das jetzt hier. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Na ne? Gut, der will jetzt hier natürlich versuchen. Der will jetzt hier natürlich versuchen. Ja gut, ich habe es ja schon fast geschafft. Also wenn ich den jetzt hier hinten rüber mache, dann bin ich ja schon durch. Also, mit was käme er denn da jetzt noch? Was ist denn das? Highschool Bill. Ein Highschool-Bild, okay. Ich jetzt noch pushe. Habe ich es geschafft. Gibt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das war jetzt für mich natürlich jetzt nicht so schwierig gewesen. Auf jeden Fall, wie du es gesehen hast, Gas. Also Karten mit Gasattacke. Dann mit Hijack. Ne, die brauchst du, also Hijack kannst du da auf jeden Fall gebrauchen. Und ja, ansonsten natürlich brauchst du auch dementsprechend die Karten dafür. Ne? Ansonsten wird es schwierig. Also ich fand es jetzt natürlich mit meinem Deck nicht ganz so schwer, aber kann schon verstehen, dass man da Probleme haben kann. Dann machen wir gleich mal hier, fangen wir an mit Chapter 32 Seaplane. Machen wir die doch gleich mal hinterher. Dass wir das auch mal haben hier. Chapter 32 Seaplane. Gucken wir mal, was hier passiert. Jetzt gibt es auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das aktorianische Kung Fu immer noch drin. So, ja, jetzt ist der weg da vorne, aber jetzt kommen wir noch mit dem und dann sind wir auch schon gleich durch. So, hier 23 Schaden, dann Mr. Deliver noch gleich hinterher, dann hätten wir das hier auch geschafft. Dann machen wir hier mal den da. Sailor Dr. Fischöder. Mal gucken, mit was der da jetzt angestunken kommt. Mein Bob. Hip-Hop Bob. Ah,
Das war vielleicht ein Fehler gewesen, aber gut, jetzt schauen wir erstmal, was passiert. Ja, jetzt bin ich ja schon durch. So. Das geht eigentlich. Wenn, dann muss ich das mal auf der Onyx-Stufe dann irgendwann probieren. Jetzt machen wir es einfach mal so, mal zu schauen, was da überhaupt kommt. Bei Chapter 32. Die 5 Kombos gespielt. Juhu. Machen wir den dann noch. Wer ist denn das? Upskirt Kurt. Upskirt Kurt. Upskirt Kurt. Machen wir den auch noch. So 52. Und dann hauen wir hier gleich mal das da rein. Und dann haben wir den Chicken Fight. Und dann haben wir eine Furzschule für Hochbegabte. Und jetzt könnte ich die Tina noch machen, mache ich aber nicht. Ich will den Push dann noch haben. So, und jetzt ist es eh wurscht. So, damit haben wir dieses Chapter auch abgeschlossen. Ja. Geht eigentlich relativ schnell. So, Seaplane complete the Seaplane Island. Okay, was gibt's dafür? 500 Golden Turds, Slurm und Karaoke Khan. Ja. Welche Aufgaben gibt's denn da eigentlich noch? Der Onyx erreiche die Onyx-Meisterstufe auf 20 Inseln. Und dann nochmal insgesamt gesehen, um da unten diese eine Legendary zu bekommen. Ja. Sollten wir mal den Onyx-Veteran angehen, ne? Wie seht ihr das? Damit hier mal wieder Videos in der Richtung reinkommen. Ja, also das war jetzt hier Chapter 32 Seaplane. Relativ. Ich bin jetzt gut. Wie gesagt, auf der Onyx-Stufe wird es schwerer sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen helfen, Matthias Reiterer. Wie gesagt, nimm dir Karten mit Gas und nimm dir Karten mit viel Punch, um gleich schon die erste Karte wegzuballern nach Möglichkeit. Und Hijack. Das sind so die drei Sachen, die du gut gebrauchen kannst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Halt uns mal auf dem Laufenden, ob du es geschafft hast. Wünsche dir viel Glück dabei. Macht's gut. Bis dann. Ah, lasst mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem Herrn gleich. Macht's gut. Bis dann und tschüss.